Frau de Moor, Sie haben vor Ihrer Arbeit als Autorin eine Gesangskarriere absolviert und darüber hinaus auch noch Kunstgeschichte und Archäologie studiert. Was hat Sie dann letztendlich dazu bewogen, Romane zu verfassen? Ja, das war nie geplant, diese Karriere. Das ist einfach so gekommen. Ich war immer eine Leserin, süchtige Leserin. Ich kann mir das Leben ohne Bücher überhaupt nicht vorstellen. Und dann auf einmal habe ich gedacht, lass ich mal versuchen, eine Erzählung zu schreiben. Und ich nehme eine Woche dafür und ich schreibe 10 Seiten. So eigentlich ganz nüchtern hat es angefangen. Und da habe ich mich in ein leeres Zimmer meines Hauses gesetzt und tatsächlich eine Woche daran geschrieben. Die Erzählung war fertig und dann dachte ich, das tue ich nochmal. Ich schreibe wieder eine Erzählung von 10 Seiten. Habe ich angefangen und dann wurde das eine Erzählung von 50 Seiten. So ist es gegangen. Und seitdem habe ich nie mehr aufgehört mit dem Schreiben. Ich nehme nie Ferien, auch im Wochenende arbeite ich und oft fragt man mich, ob das Disziplin ist, aber das ist es nicht. Es ist eigentlich genauso, wie wenn man süchtig einen dicken Roman von Tolstoi liest. Das kann man auch nicht weglegen. Also schreiben Sie sozusagen jeden Tag? Ja, ich schreibe jeden Tag, fange an so rund 10 Uhr und schreibe weiter bis so 2 Uhr. Und das nenne ich mein Morgen. Okay. Hatten Sie denn mit so einem großen Erfolg vor der Veröffentlichung Ihrer Werke gerechnet? Denn immerhin wurden Sie Ihre Romane in alle Weltsprachen übersetzt. Nein, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ich bin bis heute darüber sehr verwundert. Als meine Erzählungen veröffentlicht wurden in einem Buch, da war ich eigentlich auch so timide darüber, dass ich nicht einmal im Buchladen gegangen bin, um das Buch dort anzusehen. Okay, woher nehmen Sie denn die ganzen Ideen für Ihre Bücher oder was ist Ihre Inspiration? Ja, darüber habe ich kein einziges Problem über Themen. Es gibt eigentlich zu viele Themen. Mein Schreibtisch, mein Laden, die sind voll mit Entwürfen für Erzählungen und Romane. Ich finde es schwierig zu wählen sogar. Denn man hat natürlich sehr schnell bedacht, eine Intrige für einen Roman, Figuren, eine Handlung, das geht schnell. Aber die Arbeit geht nicht schnell. Und ich arbeite an einem Roman, zum Beispiel Sturmflut, daran habe ich 3 Jahre gearbeitet. Also man muss gut wählen. Also müssen Sie sich keine Gedanken machen, dass Ihnen die Ideen jetzt ausgehen? Oder? Nein, es gibt so viele. Und es ist auch so, dass das passiert ziemlich oft, dass ich verschiedene Ideen so in eine Erzählung stecke oder in einen Roman. Dann sind die schon untergebracht. Sie sind ja in einer kinderreichen Familie aufgewachsen mit 6 Schwestern und 3 Brüdern. Welche Bedeutung hat denn dieser Schwesteraspekt, weil Sie ihn ja öfters behandeln? Ja, das ist eigentlich auch eine Zufälligkeit. Ich bin natürlich sehr bekannt mit, wie es ist, mit Schwestern zu sein. Ich habe 6 Schwestern. Trotzdem würde ich nie sagen, dass ich eine Autorität bin auf Schwestergebiet. Die beiden Hauptfiguren in Sturmflut, das ist ein Schwesterpaar, aber ich habe wirklich arbeiten müssen mit meiner Vorstellung, um diese beiden Frauen, junge Frauen, hervorzubringen. Und auch wenn es um meine eigenen Schwestern geht, dann würde ich nie sagen, ich kenne diese Schwestern. Ich kenne sie nur teilweise. Ich finde sie noch immer sehr rätselhaft, meine eigenen Schwestern. Und deswegen ist das Thema dann für Sie praktisch auch unausschöpfbar dann? Genau, das sagen Sie, das ist sehr gut gesagt. Gerade weil Sie so rätselhaft sind, gibt es immer einen Raum, dass ich Sie schenken wolle, um das Rätsel einzufüllen. Ja, das stimmt. Auszufüllen, sagt er. Ja. Auszufüllen. Wir sagen einfüllen. Also sind dann
Abgesehen von dem Schwesternkomplex, haben Sie auch noch weitere autobiografische Züge in Ihren Büchern? Ja, obwohl ich nicht so bestimmt ein autobiografischer Schriftsteller bin, die so die eigene Geschichte als Basis nehmen für einen Roman. Bei mir ist es eher umgekehrt. Ich liebe es, um mich zu konzentrieren auf etwas, das mich völlig fremd ist. Das sieht man auch in meine Werke, zum Beispiel Herzog von Ägypten, der Hauptfigur dort ist ein Zigeuner. Das ist ein völlig fremder Mensch und während ich diesen Roman geschrieben habe, habe ich sehr viel recherchieren müssen, um diese Figur zu gestalten. Und dann noch ist es so, dass es die Möglichkeit gegeben hat, viel von meinem eigenen Leben in dieser Figur zu stecken. Mhm. Also das mache ich immer. Auch zum Beispiel einen Roman, der im 18. Jahrhundert spielt, Der Virtuose. Mhm. Und da gibt es eine junge Gräfin, Carlotta, verliebt in einem Castrato. Also alles sehr ungewohnt. Mhm. Viel recherchieren ist das natürlich dann. Trotzdem steckt sehr viel von mich selber dort in diesem Roman. Also man kann damit spielen, das ist das Schöne. Man kann das umwechseln, man kann das ändern, umdrehen, aber trotzdem sind es Aspekte, die zu mir gehören. In Ihrem Roman Der Jongleur geht es ja um eine Dreiecksbeziehung im Amsterdamer Artistenmilieu der 50er Jahre. Wie kamen Sie denn dazu, die Liebesgeschichte ausgerechnet in diesem Milieu spielen zu lassen? Haben Sie da schon auch eigene Erfahrungen gesammelt mit den Artisten oder? Nein, eigentlich nicht. Ich habe einmal ein ganz schönes Fotobuch gesehen, das ist Jahre her. Und dann so diese schöne Karte, auch oft mit Unterschrift von diesen Artisten der Kleinkunst. Und dann haben sie mich schon sehr gerührt. Gerade weil ich sehr gut bekannt bin mit der seriösen Künste, die klassische Musik, die bildende Künste, dann war ich auch sehr gerührt von diesen Figuren, die man dann Kleinkünstler nennt. Mhm. Die haben dieselbe Anstrengungen, dieselbe Spannungen und ja, wie gesagt, dieses Thema war schon längst in meinem Kopf und dann auf einmal habe ich angefangen, diese Geschichte zu schreiben, die einfach in den 50er Jahren spielt. Mhm. Das habe ich nicht mir ausgedacht. Diese Figuren gehörten zu dieser Varietés der Kleinkunst der 50er Jahre. So, wenn Sie dann ein Thema finden, das Sie interessiert, dann entwickeln Sie sehr leicht eine Geschichte daraus? Oder? Sehr leicht, ja. Was dann passiert oft, und das ist auch in der Jongleur passiert, dann klebt ein anderes Thema daran. Und das ist in diesem Fall das Thema, was mich immer interessiert hat, und Ihnen vielleicht auch, das Rätselhafte, das der Sympathie und der Antipathie. Mhm. Wie ist es möglich, und das erfahren wir fast täglich, dass man auf einmal so eine Sympathie für jemand fühlt oder eine große Antipathie? Das ist das Thema dieses Buches. Und dann hatte ich schon diese ganze Sammlung Kleinkünstler und dann ist das Thema der Sympathie und Antipathie hat sich dazugefügt. So geht es, das Schreiben. Ganz einfach. Und zuletzt, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Haben Sie überhaupt welche? Oder? Ja, Freizeit hat natürlich jeder. Aber was sehr schön ist, zum Beispiel, ich gehe nie auf Ferien, ich nehme nie Ferien, aber ich reise viel. Ich reise wegen meiner Bücher. Zum Beispiel jetzt bin ich dann hier im Frankenland, schaue ich mir diese schöne kleine Stätte an. Und das erfahre ich als eine Art Freizeit. Okay, und dann sind es auch wieder Erfahrungen, die Sie zum Beispiel in Ihr nächstes Werk einbringen könnten? Kaum, das sehe ich nicht direkt. Könnte sein, aber nein, die haben also nur seitlings mit meinem Schreiben zu tun, also das ist eine Art Freizeit. Aber ehrlich gesagt, ja, in meiner Freizeit mache ich auch noch viel Musik. Ich spiele Klavier, studiere Schubert, ja, das auch. Okay. Ja, dann vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ja, vielen Dank. Mit Freude gemacht.